Immer noch Umgewöhnungsphase und heute auch etwas dunkler bei mir im Zimmer, tut mir leid. Aber selbst drum, herzlich willkommen und hallo zu meinem Mittwochsvideo. Und ja, ich weiß gerade gar nicht, wo ich anfangen soll oder wie ich anfangen soll oder wann ich anfangen soll, aber ich versuche jetzt einfach mal damit anzufangen, euch zu erzählen, was ich euch diese Woche gerne erzählen will. Also, ich bin ein Asperger und die Asperger, denen ich bisher so begegnet bin, was meine Wenigkeit ist und Theo, wir sind die totalen Gewohnheitstiere und ich habe hier voll die fiese Lok gewartet. Ich hab's. Und auf jeden Fall ist es so, dass wir dadurch, dass wir solche starken Gewohnheitstiere sind, uns nur Kleinigkeiten im Ablauf sehr durcheinander bringen können. Und uns auch sehr stark stören können. Und ja, zurzeit habe ich die größte, glaube ich, Veränderung bei mir, die so möglich ist. Und ja, darüber wollte ich mit euch reden. Und vor allem möchte ich auch mit euch darüber reden, was das gerade zurzeit mit mir macht. Also, ich fange an. Nämlich, mein Vater, der ist zurzeit jetzt für 4 Wochen in einer Kur. Und es ist das erste Mal überhaupt in meinem ganzen bisherigen Leben, dass mein Vater und ich, seitdem wir uns kennen, so lange getrennt sind voneinander. Also unser Maximum war bisher mal eine Woche und ja, jetzt ist er 4 Wochen weg und wir haben jetzt gerade meinen 2. Tag und ich habe trotzdem schon den Eindruck, als ob meine ganze Welt untergeht. Zum einen, weil ich natürlich meinen Vater vermisse, zum anderen aber auch, was wahrscheinlich auch sehr viel Anteil dran hat, ist, weil viele meiner Gewohnheiten jetzt gerade nicht möglich sind. Ich bin es gewohnt, dass ich meinen Vater um 14 Uhr das erste Mal anrufe oder ja, so 14 bis 17 Uhr rufe ich meinen Vater mal an, um zu fragen, wie es ihm geht, einfach mal ein bisschen mit ihm zu reden. Und das ist jetzt gerade irgendwie nicht möglich. Und spätestens um die Abendzeit ist er ja dann zu Hause. Und jetzt ist er eben das erste Mal überhaupt gar nicht zu Hause. Also das zweite Mal eigentlich. Aber es ist jetzt das erste Mal so, dass er nicht daheim ist. Und es ist total komisch, weil, ja, ich bin es eigentlich gewohnt, dass mein Vater immer da ist, dass ich immer mit ihm reden kann, dass er immer verfügbar ist. Und jetzt mal so zu erleben, dass er nicht verfügbar ist, ist irgendwie total schräg. Und es macht mir auch irgendwie in gewisser Form total Angst, weil ich irgendwie überhaupt nicht einschätzen kann, wie das so ist, wie das für mich sein wird in den nächsten Wochen. Und vor allem auch, vor allem diese ganzen ungewohnten Sachen. Ich kann ihn jetzt nicht anrufen so einfach. Das Gute Nacht sagen wird wahrscheinlich, findet jetzt alles viel früher statt. Wenn mein Vater mir jeden Abend Gute Nacht sagt, so um 23 Uhr frühestens meistens. Und jetzt müssen wir schon um 21 Uhr Gute Nacht sagen. Und ja, das ist dann irgendwie voll komisch. Es ist auch so, dass ich am Wochenende normalerweise immer mal wieder Zeit mit meinem Vater verbracht habe und er immer da war. Und ja, das ist jetzt auch nicht so. Und jetzt bin ich mal auf jeden Fall gespannt, was auch dieses Wochenende wird. Und ja, irgendwie ist das ganz komisch. Und es fühlt sich irgendwie so an, als ob mein ganzer Tag zerrüttelt worden wäre. So vom Ablauf, vom Rhythmus, von allem. Und im Moment bin ich gerade an einem Punkt, wo ich am liebsten heulen, schreien, zornen, wüten würde, weil ich irgendwie diesen Eindruck habe, dass ich das total doof finde. Ich will meinen Papa zurückhaben, ich will, dass er wieder hierher kommt, ich will, dass mein Tag normal abläuft. Ich vermisse meinen Vater natürlich einerseits, weil er mein Vater ist und mir sehr wichtig, andererseits vermisse ich die was ich noch ein bisschen mehr vermisse, ist der gewohnte Ablauf meines Tages. Und es ist einfach wirklich unglaublich komisch, wenn ich denke, dass ich jetzt die nächsten 4 Wochen komplett ohne meinen Vater bin, aber ich auch schon weiß, dass es dann wieder komisch sein wird, wenn er wieder zurückkommt.
Und das heißt, ich muss jetzt zweimal in weniger als 2 Monaten sehr große Umstellungen gerade durchleben. Und ja, ich freue mich natürlich riesig drauf, wenn er dann zurückkommt, aber es ist eben auch so dieser Gedanke, naja, diese ganzen Umstellungen, dieses ganze Hin und Her, das ist irgendwie schon schwierig für mich. Es ist natürlich auch so, dass ich dadurch, dass ich ein totaler Kontrollfreak bin, also ich meine, ich bin wirklich total der Kontrollmensch. Ich will am liebsten über alles die Kontrolle haben, weil ich, also was mich angeht, was mein Leben angeht, so im Sinne von, ich würde am liebsten steuern können, dass die Sonne für mich, also nicht für die ganze Welt, aber dass bei mir ich die Sonne immer regulieren kann, so mit einem Schalter, hoch, runter, wie sie scheint und solche Sachen. Und ich irgendwie dann immer, wenn ich so das Gefühl habe, dass ich den totalen Kontrollverlust habe, da fange ich dann immer an, für mich komische Dinge zu tun, für mich unübliche. Dann fange ich an, Kontrolle an Orten zu suchen, die dann total irrsinnig sind. Sowas wie, ich habe heute den ganzen Tag, hat meinem Hasen seinen Magen gekluckert, was wohl bei Kaninchen nicht anormal ist und auch nichts Ungesundes, aber ich hätte jetzt heute den ganzen Tag damit verbringen können, dieses Kluckern zu beheben. Habe ich auch geschafft. Aber dann, als nachdem ich dann das geschafft habe, dass das mit meinem Hasen sein Kluckern aufgehört habe, habe ich sofort angefangen, das nächste irrsinnige Projekt anzufangen. Nur um mehr oder weniger ja, Kontrolle über irgendwas zu gewinnen. Und in diesen Zeiten, wo ich dieses absolute Kontrollverlustgefühl habe, bin ich dann auch jemand, der dazu neigt, extrem viel Dinge komisch und doof zu finden, weil ich einfach an mir vor allem auch und sowas wie, ich habe dann den Eindruck, ich schlafe zu wenig. Also sollte ich viel früher ins Bett gehen. Also muss ich ab jetzt am besten schon um 20 Uhr ins Bett gehen, weil das ist dann viel besser. Oder sowas wie, ich fange dann an, wie eine Verrückte an was zu arbeiten. So Projekte, die total schwachsinnig sind, weil sie überhaupt keinen Sinn machen in dem Moment. Sowas wie, wartet, ich kann es euch ja mal kurz zeigen. Mein Projekt ist, such dir Sachen aus dem IKEA-Katalog, Kleinigkeiten, damit du auf einen Mindestbestellwert von 15 Euro kommst, damit du dann dir diese eine Sache, die du gerne haben willst, wartet, das kann ich euch auch gerne zeigen. Ich möchte nämlich nur eine einzige Sache haben, aber ich durchwühle jetzt diesen Katalog, glaube ich, das 10. Mal oder so, nur um diese, da, eine olle Tasse. Eine Tasse. Ich durchwühle diesen Katalog, um einen Bestellwert von 15 Euro zu kriegen, weil ich gerne eine Tasse haben will für 1,99, weil diese Tasse gerade für mich die total wichtigste Sache der Welt ist. Und das ist nur so natürlich nach meinem Erfahrungsschatz, wenn ich dann irgendwann wieder zu Verstand komme, was ich nur, weil ich es jetzt euch erzählen kann, noch lange nicht tue. Ist es so, dass ich diese Tasse dann unbedingt haben will, weil sie dann mehr oder weniger ein Lückenfüller ist. Sie füllt die Lücke dieses Gefühls von Kontrollverlust, dieses Gefühls von Anflug von einer Gefühlsregung. Und da mich diese Gefühlsregungen meistens immer mehr durcheinander gebracht haben oder durcheinander bringen, als irgendwie ja, helfen oder sowas. Sowas wie, ich bin traurig, dass mein Vater weg ist. Es ist es nicht mal. Es ist wirklich eher so dieses, ja, je länger ich drüber nachdenke, je intensiver fange ich an, Dinge zu tun, um diesen Kontrollverlust, den ich dadurch, dass ich jetzt nicht den Alltag habe, nicht diese Gewohnheit, nicht diesen Trott, wenn man so will. Ich brauche ja einen Trott, dass wirklich mein Tag ist getaktet, da wäre wirklich jeder Politiker, jeder General froh, wenn er so einen gut durchgeplanten Tag hätte wie meinen. Und ich meine, meine ganze Woche ist durchgetaktet. Wirklich so dick, 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 dick. Alles Stück an Stück. Und jeder Tag hat so, ja, jeder Tag ist anders, aber jeder Tag ist auch auf eine gewisse Art bei mir recht gleich. Und es fängt meistens damit an, dass ich meinen Papa anrufe und ihm einfach frage, ja, so die erste Sache, die ich am Morgen tue, ist meine Mutter anrufen und sagen, ich bin aufgestanden. Und die zweite Sache, die ich dann meistens am Tag tue, ist meinem Vater anrufen und ihm einfach Hallo sagen. Und jetzt, wo ich das gerade einfach nicht so einfach wie sonst kann,
habe ich einfach diesen extremen Drang, diesen Kontrollverlust auszugleichen oder diesen Gewohnheitsverlust, könnte man es auch nennen, auszugleichen. Und ja, ich weiß noch nicht, wie ich das machen soll und ich bin mir auch nie sicher, ob das hilft, was ich tue. Aber für den Moment ist es wahrscheinlich einfach für mich das Beste, das zu tun, was mein Instinkt mir sagt, nämlich, auch wenn es blöd ist, eine Tasse zu suchen oder einfach an einem Projekt zu arbeiten und sich einfach ablenken. Man sagt ja immer, wenn dich was stört, lenk dich ab oder wenn du irgendwelche Sorgen hast, lenk dich ab. Und das mache ich auch, nur dass ich meine Ablenkungsmethoden meistens, wenn man es dann im Nachhinein betrachtet, mehr oder weniger total die sinnlosen Zeitraubprojekte sind, aber sie sind in dem Moment, wo ich es tue, sehr wichtig. Und ja, ich würde jedem, der ein Kind oder einen Bekannten, der ein Asperger ist, im Bekanntschaftskreis hat, einfach den Tipp geben oder auch anderen Aspergern, in dem Moment nicht versuchen, auch noch gegen diesen Drang anzukämpfen oder zu sagen, ja, ich finde es jetzt doof, dass ich noch stundenlang nach 14 Euro irgendwas suche, 14 Euro und 1 Cent im Preis von Artikeln, damit ich dann am Ende meine Tasse haben kann, sondern einfach mal zu sagen, dann suche ich eben gerade diese 14 Euro und 1 Cent und ja, vielleicht kaufe ich mir am Ende die Tasse, vielleicht ist es aber auch einfach nur die Beruhigung, etwas tun zu können, etwas zu tun, was in dem Moment mich beruhigt oder was mich ablenkt. Und es ist doch einfach auch manchmal schön, sich ablenken zu können. Und ja, das wollte ich euch jetzt einfach mal erzählen. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob euch dieses Video weiterhilft, aber ich dachte, versuche heute. Okay, jetzt nochmal anfangen. Ich versuche euch heute einfach mal an einem Moment teilhaben zu lassen, der bei mir gerade so aktuell ist und euch ein bisschen in mein Leben einzubeziehen und euch ein bisschen von mir zu erzählen, was mich gerade beschäftigt, was gerade bei mir so los ist. Und ja, mich würde es interessieren, wie ihr das macht, was bei euch so gerade los ist und ob ihr diese Situation kennt. Und wenn ja, schreibt es mir gerne in die Kommentare oder eben über Twitter oder Facebook oder eben auch gerne eine E-Mail. Und ja, ich hoffe, dass ich dann am Freitag euch mehr erzählen kann. Und bis dahin wünsche ich euch einen wunderschönen Tag noch und auf jeden Fall auch eine gute Woche. Ich werde mich versuchen, weiter abzulenken. Und bis dahin, tschüss!